So, nimmt auf. Hallo und herzlich willkommen im Wald. Wir machen eine, ja im Grunde eigentlich sind es nur zwei Tage, weil es sind zwei halbe und ein ganzer Wanderung. Und mit zwei Übernachtungen allerdings auf der Gernsbacher Runde. So. Und da ist das Rumlatschen hier an sich gar nicht mal so super spannend ist. Also ich mache da später schon noch so ein paar Aufnahmen, aber primär hatte ich mir vorgenommen, dass ich lieber, wenn ich was Interessantes entdecke, da halt stehen bleibe und dann zu dem Interessanten, was ich so entdecke, was erzähle. Und leider ist ein bisschen windig und ich hatte überhaupt nicht dran gedacht, dass meine Actioncam, die ja schön leicht ist und ich möchte gern schön leicht sein, kein Windmikro hat. Also ich hoffe, es geht mit dem Ton erfahrungsgemäß. Sollte ich momentan noch gut zu verstehen sein. So, jetzt die Sache, die ich hier gerade erzählen wollte. Wir befinden uns hier am Laufbach, im Laufbachtal. Das ist so mehr oder weniger die erste Location, ziemlich weit oben auf der Gernsbacher Runde. Und was hier jetzt interessant ist, ich hatte ja mein Auenwald-Video gemacht. Wo ich so ein bisschen erklärt habe, die verschiedenen Stadien der Flussläufe eben entsprechend weit oben und so weiter. Und das ist hier jetzt so mit, ich hatte dann doch kein Bild, ich wollte im Originalvideo eigentlich ein Bild einblenden, aber das hier, gerade wenn man jetzt von da oben noch ein bisschen guckt, ist so das klassische und das charakteristische Bild vom Oberlauf bzw. vom ja, Quelllauf kann man schon nicht mehr sagen. Das ist so gerade so der Übergang zwischen Quelllauf und Oberlauf von so einem klassischen Schwarzwald-Mittelgebirgsfluss. Und wir haben schon eine Vegetation, die sich eben an das Vorhandensein vom Bach ein wenig angepasst hat. Wir haben eine gewisse Bachwiese, die ist jetzt natürlich teilweise anthropogen. Und wir haben am Bach selber, das kann man auch schön sehen, wenn man da drüben ein bisschen in die Baumkronen guckt. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Und natürlich auch hier jetzt direkt, wo ich stehe, und da gehen wir mal näher ran, diese Baumart, die halt einfach charakteristisch ist und ja wirklich so einem Umkreis von ja, so einem Durchmesser, 10 Metern etwa um den Bach, ist diese Baumart zu erwarten. Und was ist es? Es ist natürlich die Schwarzerle Alnus glutinosa. Scheiße, Wind. Und die ist eben ein ganz typisches Gewächs der oberen Aue, also wenn der Bach noch relativ schmal ist, aber auch noch relativ viel Kraft hat, dann ist mindestens eigentlich als die eine Baumart, die primär vom Bachbett begünstigt wird, die Grauerle, die Schwarzerle entsprechend zu erwarten. Ja? Also dazu haben wir jetzt ein schönes Bild. So, ansonsten kurz noch allgemeine Informationen zur Tour. Ich renne rum, man sieht es vielleicht. Heute mal wirklich nur mit einem ganz kleinen Rucksack. In Anbetracht dessen, dass da Übernachtungsequipment drin ist, muss ich mich selber auch noch ein bisschen dran gewöhnen, an die Vorstellung, tatsächlich mit dem winzigen Rucksack hier jetzt sogar Proviant für, ja theoretisch, 3 Tage, wovon eben 2 nicht ganze Tage sind, dabei zu haben und Übernachtungsequipment, allerdings keine Regensachen. Wir wissen, dass das Wetter auf jeden Fall immer gut sein wird. Es wird höchstens ein bisschen windig, aber mit Regen ist wirklich nicht zu rechnen und deswegen haben wir in der Hinsicht jetzt überhaupt nichts dabei. Aber es ist schon gewöhnungsbedürftig. Man kommt sich schon irgendwie unterausgerüstet vor, obwohl wir es faktisch wahrscheinlich nicht sind. So, ja, und das war jetzt die Begrüßung. Evelyn ist auch da. Und jetzt erstmal weitergehen und ich mache zwischendrin noch ein paar Aufnahmen hier von den Laufbach-Wasserfällen, beziehungsweise eher Laufbach-Stromschnellen. Wirklich einen krassen Wasserfall gibt es nicht, aber wir gucken mal, was wir so zu sehen kriegen und dann geht es halt auch wieder weiter, ne? Ja, und spätestens an Sehenswürdigkeiten mag ich dann immer was erzählen. Und wir haben uns auch vorgenommen, dass wir dieses Mal ein bisschen mehr Lagerroutine machen, also was man im Lager so treibt, weil es auf den meisten Touren dann doch eher etwas kurz kommt. Kann ich dann auch gegebenenfalls für normal YouTube verwenden. Ja, mal schauen. Und für mich ist natürlich auch noch eine Testtour eben hinsichtlich des Ultraleichtgepäcks. Der Rucksack hat aktuell wahrscheinlich ein bisschen unter 8 Kilo. Als ich los bin, hatte er ziemlich genau 8 Kilo.
Mit, wie gesagt, Proviant und allem Pipapo, natürlich meinem Anteil am Proviant, aber wir haben das Gruppengepäck, das wir also beide schleppen, sowas wie ein halbes Tag pro Person, ein halber Topf pro Person und so weiter. Das haben wir schon fair verteilt zwischen uns. Evelyn ist, glaube ich, 2-3 Kilo schwerer als ich. Dafür hat sie halt auch einen deutlich massiveren Rucksack und einen schwereren Schlafsack. Das macht so den wesentlichen Unterschied aus. Jo! So, bei dem Video ist jetzt die Besonderheit, dass es jetzt Frau mal geschnitten hat. Die wollte sich künstlerisch betätigen. Und sie hat auch ganz viele Fotos gemacht, die sie jetzt reingeschnitten hat. Und dementsprechend ist das jetzt so ein Mix. Dia-Show und von mir gefilmtes Material. Und ja, also mal ein bisschen was anderes. Nur damit ihr euch nicht wundert. Alternative Darstellungsform machen wir auch bestimmt nicht immer so. Aber ist jetzt einfach mal vielleicht ganz lustig. So, viel Spaß. Dieses Mäuerchen hier in der Bildmitte, das ist auch kein Zufall, sondern noch der Rest von einer historischen Bachverbauung. Vermutlich wollte man da auch hier vielleicht irgendwie noch eine gewisse Stauung erreichen, um dann hinter der Brücke, die dürfte auch schon ziemlich alt sein, also irgendwas darüber wird es immer gegeben haben, zumal der Fahrweg hier mit Sicherheit auch ziemlich alt ist, um dann da hier ein bisschen stauen zu können, um dann eine Spülung zu erreichen, wenn man mal ein bisschen Trift betreiben wollte. Also Trift Kleinholz den Bach runtertreiben. Was anderes kann ich mir fast nicht vorstellen, was das da sein soll. Ja, oder ein Rest von der historischen Brücke. Ja, das wäre auch noch potenziell vorstellbar, dass das hier mal auch das historische Brücklein gewesen ist. Ja, aber ich kann es nicht mit Sicherheit sagen. Schwer einzuschätzen. So, und da sind wir jetzt bei der ehemaligen Ölmühle auch angekommen. Die stand hier direkt am Wasser, um natürlich die Kraft des Wassers zu nutzen. Damit hat man also ein Mühlrad angetrieben, nur halt in diesem Fall nicht, um damit irgendwie einen Mühlstein klassischerweise anzutreiben, der dann eben Weizen oder sonstiges Getreide mahlt, sondern um damit ein Mahlwerk für Ölsaaten anzutreiben. Hier nochmal so ein paar Impressionen, wie das dann mit dem Wasser funktioniert hat. Das wurde dann eben auf so eine Welle übertragen und dann die Details, das muss man eben sich hier erstens mal angucken und zweitens jemanden fragen, der sich mit sowas auskennt. Aber Tatsache ist halt, dass man mit der Kraft des Wassers diese Stampferchen da angetrieben hat, die wir gleich noch auch sehen werden. Und die haben entsprechend Stampf, Stampf, Stampf gemacht, um eben, was man da reinschmeißt, was Öl enthält, Leinsamen beispielsweise, die dann eben dieses Öl auch abgegeben haben. Und das konnte man dann unten halt regelmäßig entnehmen in den Löchern, wo dann gestampft worden ist. Das sind ordentliche Kräfte, die da am Werk gewesen sind, auch um diese sehr schweren Dinger da zu bewegen. Das kann zwar auch ich, aber halt eben nicht rauf und runter, sondern bloß vor und zurück. Das ist so der wesentliche Unterschied. Und ganz tolle Sache. Dieses Prinzip der Mühlen gab es im Wesentlichen zum Tuchstampfen, zum Getreidemahlen logischerweise, zum Ölstampfen, zum Tuchwalken. Ich glaube, das ist dasselbe wie Stampfen, da kenne ich mich jetzt gar nicht so sehr aus. Und vor allen Dingen noch als Sägemühle. Gerade hier im Schwarzwald hat man auch ganz oft die Kraft des Wassers als Sägemühle eben entsprechend sich zu Nutzen gemacht. Ja, so viel dazu.
Halt, stopp. Denn hier haben wir nämlich genau die Sägemühle von Loffenau. Die ist am gleichen Fluss, wie es auch die Ölmühle gewesen ist, in dem braunen Schuppen da hinten. Und hier steht auch noch ein Stamm Holz auf so einem kleinen Wägelchen auf Gleisen, die wahrscheinlich eben ursprünglich in die Sägemühle geführt haben werden, sodass man dann das Holz da relativ einfach, ohne groß Kraftaufwand, sofern man es dann halt mal eben auf den Rollen hatte, in die Sägemühle hineinfahren konnte und dann direkt ins Sägegatter. Das wird mit ziemlicher Sicherheit eine Gattersäge gewesen sein, die sie da gehabt haben, die dann halt auch eben ganz ähnlich, gleiche Technik wie bei der Ölmühle, von einem Schaufelrad, einem Mühlrad eben entsprechend durch das Bächlein angetrieben wurde. Und da konnte man also damit hochenergieeffizient und einfach sich Holzbretter entsprechend zurechtsägen. So, weiter im Text. Und hier quatsch nochmal ich rein. Und zwar, dieser Haufen Steine da, der erfüllt mehrere Funktionen. Erstens ist es ein Haufen Steine. Zweitens ist es eine schöne Möglichkeit, um Steine, die man loswerden möchte, irgendwo hinzulegen. So eine Haufenform. Und drittens ist das der obligatorische Reptilien-Schutzhaufen. Den gibt es inzwischen in Deutschland schon fast als Standardsystem, wenn man auf irgendwelchen Wiesen was für die Natur tun möchte und was für seltene Tierarten tun möchte, dann haut man da halt so einen Haufen Steine hin. Und unter diesem Haufen Steine befindet sich normalerweise dann auch ein entsprechendes Tunnelsystem, wo man dann ein Loch gebohrt hat, ein tiefes. Je tiefer, desto besser. Insbesondere sollte es so tief sein, dass es in Erdschichten reicht, die von dem von der Außentemperatur nicht mehr so sehr beeinflusst werden. Das ist so spätestens ab einem Meter wird es deutlich wärmer im Boden, im Winter zumindest, als außen. Im Sommer ist deutlich kühler als außen. Und nochmal bei 1,50 Meter oder sowas kann dann zum Beispiel eine Kreuzotter, nur mal so, um irgendein Tier zu nennen, wunderbar überwintern, weil es da halt gar nicht besonders kalt mehr wird ab 1,50 Meter. Und da kann Schnee drauf liegen, da kann alles was weiß ich was drauf liegen, das ist alles überhaupt kein Problem. Zusätzlich für die entsprechenden reptilienartigen Bewohner von so einem Steinhaufen haben sie dann mit den Steinen die Möglichkeit, sich da drauf zu legen. Die heizen sich in der Sonne auf, damit heizen sich auch die Reptilien in der Sonne auf und die sind ja bekanntlich wechselwarm und müssen sich in der Sonne aufheizen, wenn sie einigermaßen flott unterwegs sein wollen, weil deren Körpertemperatur schlicht und ergreifend von der Umgebungstemperatur abhängt. Wir haben ja kein Fell oder ein T-Shirt, so wie wir, und dementsprechend, ja. Oh, hier muss ich ja schon wieder was erzählen. Also, hier haben wir es mit einer forstlichen Besonderheit zu tun. Und zwar war da jemand der Meinung, diesen Baum da doch asten zu müssen. Jetzt kann man das natürlich schon machen. Gibt dann ja in der Folgezeit, die der jetzt noch zuwächst, wertvolleres Holz, weil, jetzt müsst ihr euch das so vorstellen, wenn an diesem Baum außen neue Holzschichten dran wachsen, dann wachsen die irgendwann über die Aststorzel hier natürlich drüber. Und damit sind dann alle Holzschichten, die danach noch wachsen, nachdem die Aststorzel im Holz verschwunden sind und man sie nicht mehr sieht, sind sogenannte astfreie Schichten. So, und wenn man die jetzt wie mit einem riesigen Bleistiftspitzer, irgendwann, wenn der Baum von mir aus einen Meter dick geworden ist, ja, wenn man die damit wie einem riesigen Bleistiftspitzer abschält, da spricht man von Schälfurnier,
dann bekommt man eben jede Menge schönes Furnierholz, Furnier dürfte ein Begriff sein, das null Astlöcher aufweist und dass man sich dann super dekorativ zum Beispiel als Wandverkleidung irgendwo hinhängen kann, mit das Armaturenbrett damit verkleiden kann, seine Yacht damit verkleiden kann und so weiter und so weiter. Ist halt eben einfach ein optisch für die meisten Leute als schöner empfundenes Holz, wenn da eben nicht die Astlöcher drin sind. Ein gutes Schälfurnier lässt sich mit Astlöchern auch gar nicht so einfach herstellen, weil die dann wieder ein bisschen die Stabilität beeinflussen und das dann gar nicht so einfach. Ja? Also viel wertvoller so. Normalerweise sucht man sich allerdings, wenn man einen Baum frühzeitig astet, damit er dann eben diese astfreien Holzschichten bildet, Bäume raus, die nicht besonders viele Äste haben. Ich weiß also nicht, wer sich hier diesen Baum rausgeguckt hat, wo die Arbeit zum Entasten wirklich exorbitant hoch gewesen ist. Das kann sich finanziell eigentlich nur dann lohnen, wenn entweder jemand gerade nichts zu tun hat, Corona-bedingt, oder er wahnsinnig Spaß am Asten hat. Lohnen tut es sich jedenfalls definitiv nicht, wenn man denjenigen, der das geastet hat, dafür bezahlt hat. Weil da ist der Stundenlohn in Anführungszeichen wieder so hoch, dass sich der Geldgewinn durch das später dann mal irgendwann in 60 Jahren geastete Holz, das hebt sich wieder auf. Ja, natürlich kriegt man viel mehr Geld für das Holz in 60 Jahren, aber du musst auch jetzt viel mehr Geld ausgeben. Und das ist dann halt immer die Sache, dass man bei sowas in den forstlichen Kalkulationen, wie man eben im Wald Geld macht, immer die Inflation auch mit einrechnen muss, weil man ja über sehr lange Zeiträume sein Geld anlegt. Also 60, 80, 150, 250, 300 Jahre, je nachdem, welche Baumart das sein soll und was man damit vorhat. Und über so lange Zeiträume ist die Inflation dann schon ein Faktor. Und das bedeutet, man muss beim jungen Baum so wenig wie möglich investieren, damit sich das dann rentiert, ja, auf die Dauer. Das klingt jetzt erstmal schwierig und das ist es auch, aber jedenfalls hätte sich das auf keinen Fall gelohnt, wenn er das nicht selber gemacht hat. Und ich hätte es im Übrigen auch nicht gemacht. Ich hätte mir einen Baum mit weniger Ästen gesucht. Die Chance, dass der übrigens auch krank wird, bei jetzt so viel flächiger Verletzung an der Rinde, ist auch viel zu hoch. Also man hat ja auch immer jedes Mal, wenn man einen Ast abschneidet, das Risiko, dass da halt irgendein Pilz oder sonstiges Schadorganismus-Ding eindringt ins Holz. Und ja, also ich hätte es nicht gemacht. Schönes Stück Weg hier, sehr schönes Stück Weg. Die sind sehr spät dran mit Austreiben, aber sie treiben aus. Also warum man den alten Weg hier nicht den Wanderern wieder öffnet, weiß ich auch nicht. Vielleicht ist er ein kleines bisschen heruntergekommen. Ja, aber er wäre flach. Oh, na gut. Und die Wanderer können auch extra hochsteigen und wieder runter. Premium-Höhenmeter. Mhm. Nur echt auf Premium-Wanderwegen. Mit Premium-Schmerzen. Darf ich weiter?
Nanu, was liegt denn da oben? Ist das etwa ein Stück Schweizer Douglasienkäse? Na, was die Förster wohl vorhatten. So, kurzes Hüttenreview. Das hier ist die Ahornhütte. Das ist eine umfunktionierte Heuhütte. Wir haben hier im Schwarzwald diese kleinen Heuhütten in den Tälern, die wir aus dem Allgäu importiert haben. Das heißt im Schwarzwald, wir haben die nur im Murchtal streng genommen. Und bemerkenswert ist, das Ding ist so sauber wie nur irgend geht. Hier liegt wirklich kein Fitzelchen Müll. Ich habe extra gerade noch in den Ecken, naja fast kein Fitzelchen Müll, habe extra in den Ecken nachgesehen. Und ja, also das wäre schon eine Option, ne? Die ist sehr hoch. Das liegt daran, dass die ursprünglich zum Heutrocknen gedacht war auf zwei Ebenen. Also einmal quasi hier, das Ding da ist eine Tür. Da konnte man dann die obere Ebene erreichen und ansonsten hier unten wurde einfach das Heu reingeschmissen. Also es gab hier keinerlei Möbel oder sonst was, lediglich halt einen Zwischenboden, damit man das Heu in zwei Ebenen trocknen kann. Und das ist es auch. Ja. Und jetzt hat man hier halt noch Bänke reingebaut und fertig ist die Wetterschutzhütte. Übrigens auch mit inoffizieller Feuerstelle. Moment. Ja, hier, inoffizielle Feuerstelle, aber eine gute inoffizielle Feuerstelle. Die wird aber mit Sicherheit so nah an der Hütte garantiert nicht von irgendjemand, der hier wirklich das Recht hatte, eine Feuerstelle anzulegen, errichtet worden sein. Auch wenn es eine gute ist. Ja, aber zu nah an der Hütte, die ist sogar überdacht. Also, nee, geht nicht. Wenn auch gut gemacht. Eigentlich wollte ich gar nichts aufnehmen und habe den falschen Knopf gedrückt, aber bei der Gelegenheit können wir hier mal gucken. Hier haben wir einen wunderbaren Mischwald, durchaus auch noch mit vielen Nadelbäumen, gerade die hier im vorderen Bereich stehen sie rum, aber was an Verjüngung hochkommt, ist alles Buche bzw. sonstiges Laub. Sehr, sehr hübsches Waldbild, auch toll, die Wiese da hinten. Also generell gibt es hier wirklich viele interessante, schöne Waldbilder. Brauche ich nicht alles kommentieren, habe ich schon ein paar Mal gemacht. Ähnliches kommentiert, aber toll ist wie diese Wiese, die mal garantiert eine Wiese für entsprechendes Weidenlassen von, tut mir leid mit dem Wind, aber ich erzähle jetzt trotzdem ein paar Takte, Weidenlassen von diversen Viechern, für die wird die garantiert gedacht sein. Und da man die Beweidung jetzt eingestellt hat, bekommen wir hier einen wunderbaren Pionierwald mit Birke, wie man vielleicht sehen kann. Mit diesem Gestrüpp da vorne, das könnte irgendwas Weidenartiges sein. Und das bewaldet sich alles wieder. Also der Wald holt sich definitiv zurück, was ihm gehört, was wir ihm vorher weggenommen haben. Und ja, wenn man da jetzt nicht mit massivem Arbeitseinsatz hingeht und das wieder alles platt macht und dann auch wieder zur Beweidung greift oder regelmäßig mäht, aber mähen ist halt sau anstrengend in so einem gewölbten, unebenen Gelände. Das ist nicht wirklich eine Option. Eigentlich wären nur Schafe eine Option. Oder Ziegen oder sehr, sehr, sehr genügsame Rinderrassen, aber da kommen auch gar nicht so viele in Frage. Und sonst hat man keine Chance, hier den Wald wieder wegzukriegen, wenn der sich zurückholt, eben was ihm gehört, wenn man das so formulieren kann. Das finde ich ist definitiv hier eins der schöneren Bilder, wo man das sehen kann. Ja, übrigens, Beweidung mit Schafen ist momentan hier gerade gar nicht mal so beliebt, weil der Wolf. Wir sind hier mitten im Wolfsgebiet. Hier gibt es einen und der ist auch immer noch da. Also so viel zum Wolf aktuell. Viel mehr als das kann ich nicht sagen, weil ja, er ist noch da. Hin und wieder reißt er noch was. Das war's. So. Wir haben hier ein wenig Wasser gefunden, leider haben wir nur ein wenig Wasser gefunden, beziehungsweise qualitativ zur Wasseransprache. Da kann man jetzt hier mal schön sehen, was wichtig ist, damit der Fluss nicht, beziehungsweise das Gewässerchen hier nicht eutrophiert ist, ist natürlich, dass wir A, klares Wasser haben, das ist definitiv der Fall. B, darf es nicht riechen, hier ist immer jetzt so nah dran, dass es das sonst tun würde. Jetzt wäre es noch wichtig, dass man vielleicht nicht unbedingt aus einer Quelle nimmt wie diese Stelle hier, wo das Wasser ziemlich sehr, sehr langsam fließt, wo sich dann natürlich entsprechend Zeug, was im Wald auf dem Boden fällt, auf dem Wasser absetzt.
Und das machen wir nicht, sondern wir nehmen natürlich irgendwo, wo es ein wenig in Bewegung ist, dass wir nicht ganz so viele Schwebstoffe kriegen. Sonst Wasserqualität prima. Gerade bei solchen kleinen Oberläufen hier, das ist fast schon die Quelllage. Also viel weiter kann man hier nicht hoch, damit das Wasser überhaupt zutage tritt. Das ist wirklich so weit oben, wie irgendwie geht, damit man sich überhaupt noch Wasser schöpfen kann. Und gerade bei sowas wäre es dann wichtig, dass man schaut, dass zwar Vegetation direkt am Wasser wächst. Das ist kein Problem, aber nicht im Wasser. Das Wasser selber, das muss absolut klar sein. Und gerade wenn hier so ein verrottendes Holz drin liegt, das ist ein besonders gutes Zeichen, dass, obwohl da verrottendes Holz drin liegt, hier keinerlei Lebewesen im Wasser zu erkennen sind. Ja, Sekunde bitte. Bitteschön. Und Evelyn hat sich jetzt hier eine schöne Stelle gesucht, wo es einen Miniaturwasserfall gibt. Ich versuche das so halbwegs zu dokumentieren, dass man überhaupt eben in der Lage ist, eine Flasche voll zu bekommen, weil der Wasserstand halt doch so niedrig ist, dass man die hier nirgendwo untertunken kann, dann braucht man so eine Stelle. Oder wenn man natürlich eine Tasse, einen Becher oder sonst was dabei hat, dann kann man auch mit dem halt arbeiten, bis die Flasche voll ist. Das dauert dann eben entsprechend länger. Aber von der Wasserqualität her sollte das keine größeren Schwierigkeiten machen. So, den Rest füllen wir dann noch mit dem Becher auf. Das muss ich aber jetzt nicht weiter kommentieren. Also hier gibt es jetzt wirklich eine besondere Sehenswürdigkeit. Ich habe noch nie im Wald, mitten im Wald, ja, also so wirklich mitten im Wald, im Brunnen mit Wasserhahn gesehen. Das ist wirklich neu. Ja? Und gerade haben wir Wasser getankt aus der Quelle. Und jetzt kommt hier der Brunnen. Na, tolle Wurst. Weil wir den Platz nicht getraut haben, der hieß ja am Haselbrunnen, aber da war weit und breit kein Brunnen zu sehen. Er haben halt auf der Karte geguckt, wo es Wasser oder Flüsschen hat und Quellen. Und das ist offensichtlich der Haselbrunnen. Ja, nur steht er halt nicht an der Kreuzung Haselbrunnen, sondern kommt dahinter. Ja gut, jetzt, ich habe noch ein kleines bisschen Platz in den Flaschen, da fülle ich mir jetzt den Rest noch auf. Und wenn es dann nur 200 Deziliter sind, 200 Milliliter oder sowas, das kann man jetzt noch auffüllen. Und vorher noch einen Schluck trinken. Gut, also, das wollte ich nur kurz erwähnt haben. Vom Lochfelsen. Achso, deswegen heißt der Lochfelsen. Das sieht ja fast so lochig aus da. Ja. Das da hinten ist Gaggenau. Gaggenau ist schon seit dem Zweiten Weltkrieg komplett niedergebombt worden, wegen, man sieht es in der Mitte vom Dorf, von der Stadt, Gaggenau ist schon eine Stadt, des riesen Mercedesberg, ne? Also Daimler. Daimler-Benz, Daimler-Chrysler, Daimler was auch immer, aber jedenfalls haben sie da gerade noch zu Kriegszeiten wirklich massiv auch Rüstung produziert. Und das war schon nicht ganz doof, dass, also aus militärisch-strategischer Sicht, dass man da das unterbunden hat und entsprechend weggebombt hat. Ne? Für die Leute vor Ort war es natürlich alles andere als lustig, aber es wurden sogar vorher Flugblätter abgeworfen mit dem Hinweis, das haben die Kinder dann aufgesammelt und ihren Eltern gebracht und manche Leute waren dann entsprechend gut vorbereitet auf die Bombardierung. Da stand dann tatsächlich drauf, also schon ein bisschen makaber, wir haben Gaggenau und Daimler nicht vergessen und das Benzwerk nicht vergessen, irgendwie sowas. Wir kommen morgen zum Mittagessen. Und dann sind sie tatsächlich am nächsten Tag zum Mittagessen auch wirklich gekommen und haben die komplette Stadt dem Erdboden gleichgemacht, fast. Also es ist kaum was stehen geblieben in Gaggenau selber. Die umgebenden Dörfer ja, und die haben dann die Gaggenauer auch aufgenommen und man hatte auch einen Luftschutzbunker. Und es sind insgesamt zwar sehr wohl auch Menschen ums Leben gekommen, aber gemessen an der Gesamtzerstörung dann gar nicht mal so viele. Aber ja, also ich war mal bei einem Vortrag beziehungsweise bei einem Gespräch mit Zeitzeugen, die das noch erlebt haben. Die waren damals alles entsprechend relativ jung. Es lebt keiner mehr, zumindest bei uns, der sich da aus der Erwachsenenzeit noch nennenswert dran erinnert an die Bombardierung. Jedenfalls war da niemand anwesend, der das tut. Und dementsprechend war es aber nichtdestotrotz wirklich super, super interessant, die Geschichten zu hören, was da halt jeweils bei den einzelnen Leuten passiert ist, als eben die Bombardierung da stattgefunden hat. Übrigens nochmal interessant für diejenigen von uns, die sich im Falle von Krieg und sonst was im Wald verstecken wollen. Das haben auch einige getan.
Von denen, die aber in den Wald gerannt sind, beziehungsweise die versucht haben, noch in den Wald zu kommen, als die Bombardierung schon losging, da gibt es wirklich erschreckende Augenzeugenberichte, dass die einfach draußen waren, als die Bombe runterkam und dann von der Druckwelle zerlegt worden sind, weil die Lunge geplatzt ist, wenn du von der Druckwelle getroffen wirst. Da wirst du nämlich nicht heroisch wie in Hollywood einfach ein bisschen durch die Gegend geschleudert und fliegst hin und stehst wieder auf und bist dann dreckig und ein bisschen blutig und läufst heroisch vor der Explosion weiter weg. Sondern da platzt einem die Lunge und dann ist man dementsprechend sofort tot. Und auch im Wald wurde halt dann teilweise sogar der Wald mit bombardiert, der ortsnahe Wald, als man halt gesehen hat, da verstecken sie sich. Und da sind auch die ein oder andere Bombe runtergekommen und da hat es auch ganze Gruppen von Leuten entsprechend leider ziemlich zerlegt, weil sie sich halt eben im Wald versteckt haben. Keine so gute Idee. Also diejenigen, die in ihren Kellern ausgeharrt haben, in den eigenen Kellern, sind meistens sehr glimpflich davon gekommen. Und diejenigen, die im extra dafür angelegten Luftschutzkeller von Gaggenau, also Luftschutzbunker, direkt an der Murg gelegen, untergekommen sind, die sind komplett, da ist nichts passiert. Also der Bunker war sicher. Sie mussten dann halt nur damit klarkommen, dass sie nachher keine Häuser mehr haben, zu denen sie zurückgehen konnten. Ja, unerfreuliches Thema bei schöner Aussicht. Aber ja, man sieht auch heute noch Daimler durchaus prägend für Gaggenau. Ja, also das ist ja mal eine schnucklige Hütte. Also die finde ich ja mal so richtig, richtig urig. Toll, mit dem ganzen Zeug da auf dem Dach. Was ist denn das? Fahren. Ja, doch nur in Anführungszeichen fahren. Aber das ist ja knuffig. Und dann noch dieser kleine Vorbau da. Der ist natürlich zu, klar, aber und zum Übernachten jetzt auch nicht optimal. Aber insgesamt wirklich eine sehr, 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 sehr knuffige Hütte. Wir kommen zum Lauterfelsen. Ich glaube, so heißt der. Das ist also diese große Felsformation hier direkt vor uns. Ja, ich glaube, ich schicke da Evelyn mal mit der Kamera hoch und selber gehe ich ganz langsam hinterher, aber die besseren Aufnahmen macht in dem Fall definitiv sie. Da muss ich ein bisschen vorsichtig sein. Man kennt das ja. War an dem Ding schon mal, hatte damals aber noch keinen YouTube-Kanal und, ah ja, da oben steht sie und winkt. Und dementsprechend freue ich mich, dass ich jetzt da auch mal ein paar Aufnahmen machen kann. Hat eine unglaublich tolle Aussicht auch aufs Murgtal, werden wir gleich sehen. Vielleicht mit einer der grandiosen Ausblick in die Landschaft, ja, hier steht's, genau. Vielleicht eine der schönsten Aussichten, die man von dieser Seite der Murg überhaupt nur aufs Murgtal haben kann. Also wirklich ganz, ganz groß. Ja, ich gehe mal hoch und wie gesagt, dann gebe ich die Kamera weiter, dann kann Evelyn das besser machen als ich. Stückchen hoch komme ich aber auch. Wie man hören und sehen kann, hoffe ich, bereits am Kochen, haben uns hier extra auf der Plane unser Kocherchen aufgestellt, einfach damit das Ganze so sicher ist wie geht. Ist ein Gaskocher, solange der nicht umfällt, kann ja nichts passieren, kein Funkenflug, kein gar nichts.
Hand bleibt am Topf, damit nichts umfliegt. Die Hand bleibt am Topf, damit nichts umfliegt. Und ja, natürlich, menschliches Versagen wäre möglich. Ja, also das muss man ganz ehrlich zugeben. Theoretisch kann bei wirklich massiven menschlichen Versagen, wenn wir uns ganz dumm anstellen, auch was passieren, ja. Aber man muss halt wissen, dass das, was man da macht, wirklich potenziell gefährlich ist. Im Übrigen haben wir hier auch extra entsprechend Laub aufgehäufelt, damit das dann schön brennt. Nein, weil wir den Platz, an dem wir hier jetzt sitzen, ein bisschen gefegt haben. Wir packen das Laub dann schon zurück, wenn wir wieder gehen, keine Sorge. Einfach damit halt hier wirklich jetzt gerade mal im näheren Umkreis unseres Kochers, also selbst wenn wir den umschmeißen, erstens schmilzt uns dann erstmal die Plane weg, aber zweitens ist die brennbare Substanz, die jetzt noch auf dem Boden liegt, das ist wirklich, wirklich nicht mehr viel. Und wenn man immer daneben sitzt, dann kann man das problemlos austreten. Und also wir sind so vorsichtig, wie irgendwie geht. Und ja, das ist die Situation. Ja, was gibt es? Es gibt angebratenen Fleischkäse. Der ist schon ziemlich kross teilweise. Der ist schon, ja, also lange braucht er nicht mehr. In unserem guten Schnellkochtopf. Danach machen wir Bratensoße. Genau. Noch die kleine Päckchen aus der Schweiz von Bon Chef. Aha, Bon Chef. Aus der Migros. Oh. Oh. Oh, hast du gerade Werbung für die Migros gemacht? Ja, wir kommen ja eh nicht dahin. Muss ich jetzt? Die Migros ist ja abgeriegelt für alle, die in Deutschland leben. Stimmt auch wieder. Jetzt muss ich Werbesendung über das Video. Ach nein. Dauerwerbesendung. Also, aus der Piep. Genau. Gut. Und Problem. Kartoffelstock dazu. Kartoffelbrei, wie sagt ihr schon wieder? Ja, Kartoffelbrei. Kartoffelpüree. Irgendwie sowas. Das Püree, das Komplette. Das Komplette, mit ohne, Milch. Ohne eine Marke zu nennen. So, ja. Das ist gut. Das kommt auf Zeit. Misst das jetzt nicht in Plastik? Gute Frage. Das Problem ist, wir wollten es jetzt zurück in seine Plastikpackung tun, weil wir nicht genügend Gefäße haben. Wir sind uns aber gerade nicht sicher, ob die Plastikpackung das überlebt. Hm. Ja, mach's mal vorläufig in den Deckel. Dann kannst du ein bisschen abkühlen. Aha. Wow, so wenig Hände. Ja, ich würde ja helfen, aber ich muss die Kamera halten. Kannst du Wasser geben? Wasser kann ich geben. 2 Deziliter. Nein, kann ich doch nicht. Ich krieg die Flasche nicht auf. Achtung, nicht den leeren Topf zu sehr heiß machen. Kein Stativ haben. Ja. Nachteil am Ultraleit sein, du filmst irgendwie in den Topf. Ich filme irgendwie in den Topf, ja, ich denke doch. Ja, in die Tasse. Ach, das ist ein Ultraweitwinkel, Schatz. Das filmt alles in den Topf. Das filmt alles und auch in den Topf. Kannst du das auch kriegen? Das kriege ich auch. Ja, jedenfalls gibt es Kartoffelbrei und habe ja gerade schon gesagt, glaube ich. Haben wir gesagt. Und Soße. Soße ist wichtig. Man muss wissen, also. Das machen wir nochmal aus zwischendrin. Okay, also Schnitt, während ich hier versuche, die Soße aufzubekommen. So, aktueller Stand im Küchenstudio. Soße ist inzwischen in der Tasse. Die Klumpen sind mehr oder weniger fast raus. Wir haben den Topfdeckel leider belegt, deswegen müssen wir ihn jetzt umgekehrt auf den Topf machen. Ja, das sind Situationen, wobei jetzt hätte man, als das etwas abgekühlt war, es auch zurück in seine Plastikpackung machen können. Ja, komisch. Na gut. Und jetzt wartet hier meine rote Schüssel darauf, das Wasser, was sich unten im Topf befindet, zu empfangen. Das also kocht. Man muss das von der Logistik her, Achtung, Unterhose, oh, ausgezeichnet. Das will schon gut getimt sein hier, die Logistik. Das ist nämlich jetzt mein Kartoffelbreipulver, Wasser. Ja, könntest du auch entgegennehmen. Ah, Entschuldigung. Andere Leute hier sind hilfreich. Ich halte die Kamera. Halten die Kamera? Ja, also, jetzt machen wir hier Kartoffelbreipulver in diesen Topf. Und dann legen wir den Müll irgendwo hin, wo er nicht wegkommt. Und dann müssen wir jetzt rühren. Und dann kriegen wir Kartoffelbrei.
Und zwar ziemlich dicken, weil ich mag ihn so. So, dafür brauche ich zwei Hände, deswegen. So, inzwischen ist die Soundkulisse entsprechend ruhiger geworden. Das liegt daran, dass das soweit jetzt alles fertig ist. Jetzt haben wir also den Bausatz. Wir haben inzwischen angebratenen Fleischkäse schon, ja, schon noch gut, sagen wir mal, lauwarm hier im Plastik. Wir haben Soße hier im Titanbecherchen. Wir haben Röstzwiebeln hier im Säckchen. Und ich darf mich einhändig bedienen. Ich kann sonst auch die Kamera inzwischen halten. Nein, passt schon. Und jetzt ungefähr die Hälfte hiervon. Ah. Evelyn hat den Vorteil, dass der Topf einen Hauch größer ist als die Schüssel. Hälfte. Das war eine große Hälfte. Ja, du kriegst zwei zurück. Yay. Du kriegst nur noch einen dritten. So, reicht. Und jetzt noch Soße. Soße. Soße ist das Beste. Da darf mehr als die Hälfte. Schatz, nimm mal so viel Soße, wie du willst. Dann nehme ich den Rest Soße. Soße. Hast du schon Röstzwiebel? Habe ich, ja. Und fertig ist der Kartoffel-, Röstzwiebel-, Soße-, Fleischkäse-Topf und... Meiner sieht so aus. Ihrer sieht so aus. Deiner sieht irgendwie besser aus als meiner. Futterneid ist ein weit verbreitetes Phänomen. Guck mal, jetzt sieht deiner auch besser aus. Oh. Du hast die Röstzwiebel am falschen Ort. Topping. Hast du überhaupt genug Röstzwiebeln genommen? Ja, für mich schon. Na gut. Ja, dann wünsche ich uns einen guten Appetit. Und dann melden wir uns wieder, wenn wir unser Tarp aufspannen und noch so mit zwei generellen Dingen zum Lager. Und je nachdem, wie die Lichtsituation ist, dann erzähle ich auch noch ein bisschen was zur Lagerplatzwahl. Bis später. Ja, das heißt, wir spannen jetzt unser Tarp. Geplant ist, dass ich es jetzt an diesem Baum festmache und dann seht ihr auch gleich, wieso. Ist hier noch das Gummile? Ach, das Gummile ist da ja auch noch drum. Wir haben unnötig ein Gummiband mitgeschleppt. Oh nein. Und ja, das Schöne ist ja, dass hier diese Markierung ist. Diese Markierung markiert ja die Mitte und sie markiert auch außen. Jetzt würde ich normalerweise, aber das geht nicht, weil da ist die Kamera und die Kamerafrau. Und, gut, danke Schatz. Jetzt machen wir das Tarp jedenfalls mal hier an diesem Baum fest. Das wäre jetzt mittig. Nee, das wollen wir ja nicht, ne? Wir wollen es ja... Doch. Aber nicht ganz am Baum, sondern ein Stück zurück. Ja, schon klar. Aber wollen wir jetzt nicht die reine Windwand? Ja, jetzt kann ich der Wind von der anderen Seite gekommen. Ja, eben ist das Problem. Also ich glaube, wir sind mit einem mittelmäßig tiefhängenden Allseiten flach, offen. Eher flach hängende Allseiten offen. Sind wir, glaube ich, am besten bedient. Würde ich, glaube ich, machen. Okay. Ja. Aber ich halte ja nur die Kamera. Ja. Du hast ja sonst keine Funktion. Wow. Ich mache Wackelbild. Und Schüttelbild. Das Problem ist jetzt folgendes. So wirklich ideal hockst du da jetzt, glaube ich, nicht. Insbesondere nicht, wenn du hier irgendwie filmen willst, wie das Tarp aufgebaut wird. Wie lösen wir jetzt das Problem? Oh ja, Schuhe. So, also Projekt Filmen des Tarp-Aufbaus, das war jetzt ein bisschen schwierig, das lag jetzt an mehreren Faktoren. Erstens, Evelyn kennt sich mit der Kamera hier noch nicht so richtig aus. Ich habe keine Ahnung, was sie filmt. Das ist sau schwierig, weil die hat keinerlei Display oder sonst wie. Man weiß also nicht, wenn man sie nicht schon ein paar Mal benutzt hat, was nimmt man überhaupt gerade auf, wo muss man die eigentlich draufhalten und so weiter. Deswegen ist das auch kein Wunder. Das üben wir irgendwann mal ein andermal oder auch nicht. Oder ich bin halt immer derjenige, der mit dem Ding arbeitet. Jedenfalls haben wir jetzt einen Tarp aufgehängt. Zweite Komplikation war, dass hier tatsächlich gerade ein Dreiergespann jüngerer Herren, so halbstarke halt, mit
riesen Rucksäcken aufgetaucht ist, die offensichtlich auch Übernachtungsequipment dabei hatten. Ich meine, klar, man hat auch so angefangen. Ja, das ist überhaupt kein Thema, aber die sind wirklich jetzt richtig fette Rucksäcke hatten die dabei. Ich weiß auch nicht, was die vorhaben. Also beziehungsweise wie weit die laufen. Vielleicht machen sie ja eine Deutschlanddurchquerung von Nord nach Süd. Dann wäre so ein riesen Rucksack immer noch nicht zwingend notwendig, aber ja, trotzdem. 5 Tage Murgleiter, wir sind ja 5 Tage genau, runter. Stimmt, das könnte sein, dass sie 5 Tage Murgleiter machen oder sonst wie. Aber jedenfalls, es ist schon wirklich die Zeit vorangeschritten. Die haben jetzt einen Lagerplatz gesucht und wir haben jetzt 20 nach 8. Und die haben jetzt überlegt, ob sie da direkt neben dem Wald, da ist eine sehr ungemütliche Wiese, wo man auch keine Heringe reinbekommt. Vermutlich hat sie das jetzt abgeschreckt. Aber gefühlt in 30 Metern Entfernung zu uns wollten die jetzt ihr Lager aufschlagen und das hat uns jetzt etwas irritiert. Und deswegen war ich jetzt gerade etwas abgelenkt beim Tarpaufbau. Da das Licht jetzt auch immer weniger wird, seht ihr, ne, wir haben jetzt hier so, hoppla, eine entsprechende Konstruktion. Freischwebend bis auf die unteren Ecken, die sind tatsächlich direkt am Boden. Gewisse Luftzirkulation ist gegeben, breit genug für uns zwei ist es damit jetzt auch. Gerade dadurch, dass es ein bisschen höher ist, im oberen Bereich natürlich etwas breiter als unten. Wir gehen unten nochmal schnell gucken. Und brauchen tun wir das Ding jetzt eigentlich nur als Windschutz. Ja, da sieht man dann die Unterseite, weil es könnte doch ein bisschen ziehen. Und gerade bei Evelyn, die ist jetzt nicht so warm ausgestattet, was den Schlafsack angeht, ja, sollte kein Problem sein. Aber einen gewissen Windschutz tut uns sicherlich nicht schaden. Und dann bauen wir auch entsprechend früh wieder zusammen. Und dann ist auch gut und dann geht es wieder weiter. So, jetzt möchte ich aber doch noch ein bisschen was erzählen und suche mir noch einen möglichst hellen Platz, wo ich noch ein bisschen was erzählen kann. Okay, heller als hier wird es nicht mehr. Das muss jetzt halt einfach reichen. Kommt ja auch nicht aufs Bild drauf an, sondern jetzt mehr auf den Ton auch. Also, Ergebnis von heute. Wir wussten ja, dass wir zurzeit wirklich nicht fit sind. Uns tut dieser ganze Corona-Käse wirklich nicht gut, weil wir halt beide dann wirklich zu viel rumhocken. Man soll ja zu Hause bleiben. Ja, man soll zu Hause bleiben. Aber man könnte schon noch mehr rausgehen und ha. Es ist nervig und das heißt jetzt, dass wir natürlich wirklich zu viel rumhocken und das ist jetzt auch unserer Fitness nicht unbedingt positiv zuträglich, muss man halt so ehrlich sein und das dann auch zugeben. Schatz, kommst du? Ja, Evelyn berichtet dann auch jetzt noch ein bisschen mit, sie kommt gerade, aber diese Tour ist jetzt mal abgesehen davon, dass sie uns sehr viel Spaß macht. War ein schöner Tag heute, tolle Route, Gernsbacher Runde kann man wirklich nur empfehlen. Ist auch nicht so krass anstrengend wie die Olle Murgleiter. Findest du ein Plätzchen? Ja, aber ein bisschen weiter weg. Ich darf einen Stopp hier. Ja. Und. Also die kann man wirklich empfehlen, die Gernsbacher Runde. So, Moment. Und das Lustige für uns war jetzt, wir haben ja auch noch nicht so viel Erfahrung mit dem Versuch, mit wirklich leichtem Gepäck entsprechend zu hantieren. Und das haben wir jetzt heute schon wirklich gut hinbekommen. Also Evelyn hatte jetzt effektives Rucksackgewicht mit Maximalwasser von 3 Litern. Müsstest du bei 11 Kilo gewesen sein? Ja. Und jetzt auch schon nicht mehr. Ich meine, jetzt haben wir ja schon einiges aufgefuttert. Aber als wir heute Morgen... später Vormittag. Ja, wobei, ich habe nie. Jetzt das letzte Stück hatte ich wirklich voll Wasser, die 3 Liter, ja, Liter dabei, die ja, ich konnte. Ja. Aber sonst habe also sonst, am Anfang also ich so 10 rum, 10 rum. Aber wohlgemerkt, 10 Kilo oder sagen wir mal, es war ein ganz kleines bisschen unter 10 Kilo, dann bist du noch beim Leichtwandern. Leichtwandern ist zwischen 5 und 10 mit der bekloppten Definition, die irgendwann mal irgendjemand so beschlossen hat, wie der auch sei. Mit dem Rucksack, den sie hatte, mit dem Tragesystem, da hast du den Rucksack so gut wie gar nicht gemerkt. Ne? Das stört einen dann wirklich nicht. Dann gibt es mal ausnahmsweise keine Rückenschmerzen, dann gibt es mal ausnahmsweise keine Schulterschmerzen. Dann gibt es auch mal keine ewig vielen Verspannungen am Oberkörper. Also ich kann jetzt nur für mich sprechen. Meiner hatte jetzt ein Rohgewicht gehabt von circa 4. Ich kann es nicht hundertprozentig jetzt sagen, weil ich wirklich jetzt nicht mehr die Mühe gemacht habe, das groß zu wiegen. Ich weiß aber, als ich startklar war, da hatte ich quasi 8 Kilo. Mit Wasser. Mit 2 Litern Wasser, also wirklich effektives Rucksackgewicht, 8 Kilo. Das habe ich die erste Stunde oder was ganz gut gespürt.
Weil es hängt halt komplett an den Schultern. Mein kleiner Mini-Rucksack, der hat gar keinen Hüftgurt. Braucht aber dem Gewicht streng genommen ja auch nicht. Aber ja gut, okay. Also 8 Kilo, das hat erstmal ein bisschen gezerrt. Gegen Mitte der Tour war es mir dann gerade egal. Da habe ich den Rucksack überhaupt nicht bemerkt. Dann hat man nochmal Wasser aufgefüllt. Dann wurde er logischerweise nochmal schwerer, weil zwischendrin wurde er immer leichter, weil man Wasser halt eben verbraucht hat. Dann hat man noch ein paar Kleinigkeiten rausgefuttert, also 200 Gramm oder irgendwie sowas. Aber interessant ist auch wirklich, dass das Wasser, wenn man ein Rohgewicht vom Rucksack von ja, ohne Wasser und ohne Essen von schätzungsweise eben irgendwas so um die 4 Kilo. Na klar, dein Wasser ist Rucksacksgewicht von einem Viertel, das hin und her schwankt. Eben. Das ist dann schon, das merkt man dann schon deutlich, ob man eben jetzt Wasser drin hat oder nicht. Aber ich muss sagen, also selbst mit den 8 Kilo war er jetzt gegen Ende, wo man nochmal den, also fast 8 Kilo, dann waren es noch, keine Ahnung, 7, 6 oder sowas. Da muss ich sagen, das trägt sich so, so angenehm und man hat so viel mehr Spaß beim Wandern, einfach weil es weniger weh tut und weil man einfach weniger erschöpft ist und weniger müde und man hat mehr Energie. Also jetzt ich für mich persönlich, ich habe das jetzt zum insgesamt, glaube ich, dritten Mal jetzt erst ausprobiert, mit wirklich so einem richtig leichten Gepäck unterwegs zu sein. Ausrüstung vermisst haben wir jetzt bisher nicht. Also jetzt gerade, wenn wir zu zweit sind, können wir problemlos auch weiterhin ein bisschen fortschrittlicheres Kochgeschirr mitschleppen. Das tut uns jetzt nicht weh. Gerade wenn wir angenommen mal für dich irgendwann auch nochmal einen leichteren Schlafsack hätten. Nur mal rein rechnerisch. Ja, gut, und da könnte man noch ein halbes Kilo einsparen. Dann könnte man noch ein halbes Kilo einsparen. Dann könnte man bei deinem Rucksack, ist die Frage, ob du da wirklich überhaupt einen ultraleicht Rucksack haben möchtest. Nope, okay. Aber dann hört man noch mal ein halbes Kilo weniger. Dann könnte man klamottentechnisch vielleicht noch ein klein bisschen... Ja, aber auch nicht mehr viel. Ja, aber ich okay. Ich mag es, wenn ich im Schlafsack was anderes tragen kann, als das Verschwitzte, was ich untertags anhatte. Also da noch ein sauberes T-Shirt und irgendeine Leggings oder sowas. Ja. Das ist schon fast ein Muss, finde ich. Also ich habe bei mir noch Optimierungsmöglichkeiten im Bereich von einem halben Kilo oder irgendwie sowas. Also viel mehr geht da nicht. Übrigens, das Rucksackgewicht war inklusive Kameraakkus, jede Menge. Und inklusive dieser Kamera und inklusive dem Deppenzepter. Viele Leute, wenn sie Base Weight angeben, zählen das gar nicht mit der Begründung, naja, nicht alle Leute schleppen da extra Kamera mit. Die allermeisten Leute filmen ja einfach mit dem Handy und machen ein Handyfoto und ja, so weiter. Ja, sind die unbedingt irgendwie, weiß auch nicht, aus Männergründen drauf angewiesen sind, denn möglichst tiefes Rucksackgewicht angeben zu können und zu sagen, boah, ich bin so krass, ich habe nur 2 Kilo Rucksackgewicht, weil ich bin ultra. Und dann packen sie noch Schokoriegel und dies und jenes und das andere und Kamera und Zeug und Pi und Pa und Po ein. Und dann schleppen sie doch 6, 8, 10 Kilo. Ja. Aber sie waren vorher ultra mit 2 Kilo. Ja gut, also dieses mit dem, diese Base-Weight-Geschichte. Also zur Erklärung, wie das mit diesem ollen Base-Weight funktioniert, da verlinke ich euch mal den Darwin on the Trail. Der hat dazu mal ein sehr schlüssiges Video gemacht, wie ich finde, ist natürlich in Englisch. Ich krieg's nicht mehr ganz zusammen. Und je länger ich jetzt drüber nachdenke und je weiter ich nicht mehr weiß, was er da erzählt hat, finde ich es immer fragwürdiger. Also diese Base-Weight-Geschichte, das ist ja so, dass das berechnet wird, indem man sagt, außer Verbrauchsgüter. Also wirklich der Rucksack selber, alles was im Rucksack drin ist, nicht was man am Körper trägt, also die Klamotten, die man den Tag über anzuhaben gedenkt oder durchschnittlich anzuhaben gedenkt, weiß ich nicht, die braucht man auch nicht mitzählen und auch nicht die Schuhe. Wenn man Trekkingstöcke dauernd in der Hand hat, muss man die auch nicht mitrechnen und all so Späße, ja. Jetzt kann man sich natürlich kloppen, inwiefern man Verbrauchsgüter nicht mitzählt. Zählt man zum Beispiel die Tube, in der die Sonnencreme ist, dann auch nicht mit, weil die Tube wiegt ja auch nochmal 8 Gramm oder irgendwie sowas. Die Sonnencreme selber, die ist ja ein Verbrauchsgut, die müsste man also nicht mitzählen. Und das macht es aber schon nochmal schwer vergleichbar. Wenn man zum Beispiel jemand ist, der viel Sonnencreme dabei hat. Der Wert, den man halt annimmt, der irgendwie vergleichbar ist. Ja. Weil egal wie lang eine Tour ist, egal wie weit man geht oder nicht oder... Ja, halt auch dann, wo man unterwegs ist. So irgendwie gewisse Sachen wie Schlafmöglichkeit, leere Kanister für Getränke, Kocher sind so die Basissachen, die man einfach dabei hat und die man dann halt auch Mann vergleichen kann. Ja. Es gibt auch Frauen, die da mitmachen.
bei dieser Spielerei, aber die musst du fast kloppen, damit sie dann mal irgendwann ihr Baseball überhaupt mal wiegen. Ja eben, dann machen sie nicht freiwillig mit, dann werden sie gekloppt und machen es dem Frieden zuliebe. Na gut, von mir aus. Ja, aber jedenfalls, das ist wirklich jetzt super angenehmes Wandern gewesen. Also wir waren jetzt auch nicht schnell, ja, und das war jetzt in keinster Weise irgendeine dolle sportliche Leistung, die wir jetzt erbracht haben. Naja, wir sind doch erst mittags los, weil wir heute Morgen noch gepackt haben und letzter Einkauf ungemütlich los. Und wir haben uns auch gerne mal aufs Bänkchen gesetzt unterwegs und so weiter. Und aufs nächste Bänkchen, ja. Und das übernächste Bänkchen war auch sehr schön. Und dann kam noch eins mit einer tollen Aussicht. Radfahrer, macht nichts. Genau. Hast du die technischen Daten schon verraten von heute? Die technischen Daten? Ich habe sie ja extra rausgesucht, haha. Wir haben heute 12,7 Kilometer zurückgelegt. Aber auch mit ein paar Höhenmetern. Also mit 600 Ungrad Höhenmeter Nuff, ja. Und 150 runter oder so. Ja, also das ist ehrlich gesagt relativ peinlich. Wir sind erst um mittags um 12 los. Ja, wir haben es sehr gemütlich genommen. Ja, ja. Und wir haben ja uns gesagt, wir teilen die 42 Kilometer der Runde auf 3 Tage auf. Ja. Weil wir es nicht in 2 überlaufen wollten unbedingt. Nö. Auf Teufel komm raus. Geht zwar auch, aber. Geht auch. Ja. Also jetzt nicht, in unserem aktuellen Zustand nicht. Ja, morgen haben wir auch einen 20-Kilometer-Tag. Morgen haben wir einen 20-Kilometer-Tag, wenn wir den dann machen. Hey. Morgen haben wir einen ganzen vollen Wandertag. Ja. Dann werden wir das doch wohl hinkriegen. Ja. Für mich wäre auf jeden Fall nochmal erwähnenswert, ich bin das Ganze jetzt in Halbschuhen gelaufen. Also, ne, da kommt jetzt nicht noch der Stiefel, sondern das ist wirklich nur ein Halbschuh. Und zu allem Überfluss auch noch ein billiger. Was denn? Ein voll blödes Wort. Halbschuhe. Das gibt es wieder in der Schweiz nicht. Der halbe Schuh. Die haben da doch, keine Halbschuhe. Die haben Halbschuhe. Aber es ist, wenn du wieder überlegst, was soll ein Halbschuh sein? Ein halber Schuh? Die linke oder die rechte Hälfte? Der ist halb hoch im Vergleich zu einem Stiefel. Ich weiß schon, was ein Halbschuh ist. Das ist für mich jedenfalls ungewöhnlich. Ich habe beim Wandern eigentlich fast immer Stiefel dabei gehabt. Ich hatte mal eine Phase, da wollte ich mit einfachen, möglichst simplen Sportschuhen rumlatschen, weil der Nehberg das auch so gemacht hat. Ja gut, ich bin aber halt nicht der Nehberg. Und dementsprechend, aber da jetzt ja jeder Ultraleichtwanderer, nicht, dass die jetzt ein besonderes Vorbild sind, aber ich will einfach dieses Phänomen und diesen Trend und diese Szene ein bisschen verstehen und deswegen dachte ich, ich mache da jetzt mal mit. Und die rennen fast alle nicht in Stiefeln rum, schon gar nicht in schweren. Also habe ich jetzt auch mal einfach nur einen Wanderhalbschuh an. Teilweise rennen die auch noch mit Trailrunnern rum. Ich habe ehrlich gesagt gar keine Ahnung, was genau ein Trailrunner ist. Sportschuh mit Profil? Ja, ein Laufschuh mit Profil. Ja, irgendwie sowas dann in der Richtung. Das schon fast in Richtung Laufschuhe. Ja, also das brauche ich nicht. Aber mit einem einfachen, leichteren Wanderschuh. Ich gebe zu, man hat ein bisschen mehr Energie. Man kann auf einfachem Untergrund, kommt man energiesparender vorwärts. Das ist sicherlich so. Ob das jetzt langfristig weniger Aua macht am Fuß. Ich habe ja grundsätzlich Fußsohlen, die Probleme machen. Das weiß ich noch nicht. Das wird man sehen müssen. Heute war es erstaunlich gut, muss ich sagen. Aber angesichts dessen, dass die Entfernung, die wir jetzt gelaufen sind, jetzt auch wirklich nicht so Bombe gewesen ist, dass ich da großartig Schmerzen hätte bekommen können, in egal welchem Schuh, mit dem ich rumlaufe, weiß ich es nicht, wird sich morgen zeigen. Aber ich bin wirklich sehr, sehr positiv überrascht von meinem Gesamtzustand jetzt einfach. Da wir jetzt doch ja ein paar Stunden auf den Beinen waren, ist ja auch gar nicht so relevant, wie weit wir jetzt wirklich gelaufen sind. Normalerweise bin ich auch einfach viel K.O.er, gerade jetzt in meinem wirklich Gummibärchen-Zustand, schwaches Gummibärchen, wäre ich normalerweise wirklich K.O.er zu diesem Zeitpunkt. Und man sollte doch meinen, wenn man ein Gesamtgewicht von 100 und ein bisschen Kilo auf die Waage bringt und dass es dann wurscht ist, ob man 7% von seinem Körpergewicht zusätzlich auf dem Rücken hat oder, weiß ich nicht, 15%, dass das dann nicht mehr so einen fetten Unterschied macht. Aber doch, ja. Ja, also irgendwie schon. Die Kilos, die man sich dann trotzdem nochmal zusätzlich anhängt, die merkt man halt immer, glaube ich. Egal wie viel man selber schon mit sich mitträgt. Also das heißt jetzt nicht, dass es nicht sinnvoll wäre, wenn man vielleicht ein paar weniger Kilos an Bauchtreffer-Obstruktionsmasse mit sich herumschleppen würde, aber... Aber man merkt halt trotzdem immer, dass man was mitträgt. Yep. Gut. Schatz, haben wir noch was Wichtiges zu ergänzen für heute Abend? Nein. Gut.
dann das nicht mehr allzu viel. Da es jetzt relativ duster ist, werden wir uns jetzt wahrscheinlich dann auch mal die Isomatten auslegen, Bettchen machen gehen, uns es uns gemütlich machen und du hast ja gar nichts zu lesen dabei. Nein, aber ich habe tatsächlich ein Smartphone. Und ausnahmsweise würdest du diesem frönen? Diesem würde ich ausnahmsweise mal frönen wollen. Grundsätzlich ist es ja so, dass ich bei Touren meistens so sehr mit beschäftigt bin mit dem ganzen Outdoor-Kram. Und gut, es wird jetzt auch fast dunkel. Und wenn es dunkel wird, dann geht man auch relativ schnell schlafen. Demzufolge geht es jetzt noch um höchstens eine Stunde, zwei maximal. Ach, also Stunde. Wirklich maximal. Eine Stunde ist duster. Stunde, ja, ja, gut. Und ich meine jetzt ein Beschäftigungsprogramm. Ach so, ja. Im Sinne von, und sonst können wir tatsächlich auch miteinander reden. Noch klappt das, wenn wir dann mal, ja, das mag dann in 20 Jahren anders aussehen, aber noch. Das hast du mir schon 100-mal erzählt. Die Geschichte mit der Stinkfabrik und wo die herkommt. Egal was, so heiß, so ist es dann in 20 oder Jahren. Das Problem ist, dass ich immer noch den Fremdenführer mache. Zu Gebäuden, an denen wir schon viermal vorbeigekommen sind. Und leider erzähle ich dann halt auch zum vierten Mal die Geschichte. Aber die Geschichten sind gut. Die kann man sich ruhig mehrfach anhören. Sie sind unterschiedlich spannend, zu sie sich mehrfach anhören. Diplomatie. Oh, gut, naja. Du wolltest doch heute so eine mittelmäßig neutrale Antworten auf deine Aussagen. Ja, stimmt. Ich hatte irgendwann mal gemeint, so langsam beginnen meine Füße ein ganz kleines bisschen, ich beginne sie zu spüren. Dann wollte sie wissen, welche Reaktion ich auf diese Aussage erwarte. Die ganz, ganz mitleidige, die, was war's? Die Mitleid? Mich auslachen und hochnehmen. Genau, mich auslachen und hochnehmen. Die Mitleidstour. Was hatte ich denn noch? Stoische Ignoranz. Genau, stoische Ignoranz. Und dann habe ich mir aber gewünscht, die neutral-schweizerische zur Kenntnisnahme. Ja, Level 3. Mhm. Und seitdem nehme ich ihn auf Level 3 neutral-schweizerisch zur Kenntnis. Hervorragend. Ben ist da. Ja, vielen Dank. Bitte gut. Gerne. Ja, so. Also, das soll es gewesen sein. Ich habe keine Ahnung, ob man überhaupt noch irgendwas sieht. Die Kamera ist nicht besonders lichtstark, aber so ein bisschen Umrisse von uns sollten noch zu sehen sein, mit jede Menge Rauschen, Bildrauschen. Sonst hört ihr Stimmen. Macht sonst euch keine hört ihr Stimmen. Sorgen. Wir sind noch da. Und da jetzt diese anderen drei Nasen weitergezogen sind, das hätte mich jetzt wirklich genervt, wenn die in 30 Meter Abstand zu uns und dann auch noch direkt am Weg. Also man muss schon sehr verzweifelt sein, wenn man quasi im Straßengraben über... Die haben hier einen ganzen Wald hier oben, einen ganzen Wald. Das haben wir aber wirklich alles gesagt ja, für heute. Mehr als. Ja, mehr als. Gut. Also, gute Nacht. Tschüss, gute Nacht, bis morgen.